Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Paper Mario und die Legende vom Millionentor. In der letzten Folge haben wir das Mysterium gelöst, wer uns im Drohbrief geschrieben hat, nämlich Rumpel, der sich als dieser Star-Toad verkleidet hat. Und dann sind wir in Tumpenbach angekommen und das große Problem ist, die Zugbrücke ist hochgefahren worden von irgendwelchen schwarzen Gegnern. Und wir hören uns mal hier weiter um und danach gehen wir in das Bahnhofsgebäude und guck mal hier so, was los ist. Luigi, dieser Verbrecher war kein Doppelgänger von Starty. Er war ein Gespenst mit einem weißen Laken. Ach, wirklich? Wir waren nur einen Moment unachtsam und da ist er uns entwischt. Übrigens, er hat etwas von einer Brunhilde erzählt. Ja. Willkommen in Tulpenbach. Der Zug hält hier, um die Tanks zu füllen. Früher gab es unter der Zugbrücke einen wunderschönen Fluss. Aber jetzt ist er ausgetrocknet und die Brücke ist nur noch zur Zierde da. Oh, okay. Sehr traurig. Sehr traurig. Aber gut, wir gehen jetzt mal in den Dungeon rein, in den nächsten. Beziehungsweise, guck mal, da ist was. Die Frage ist, wie kriege ich das? Hm. Bringt sich nichts, okay. Hier kann ich reingehen, interessant. Gut, ich hole mir aber trotzdem mal Grumbrina. Falls hier neue Gegner sind. Hier muss ich reinrollen. Hier ist ein Schalter für eine Treppe. Da brauche ich einen Schlüssel. Okay, dann rolle ich mich da jetzt mal ein. Ich weiß, wie das geht. So. Kann ich hier nach links gehen? Nein, okay. Und das war irgendwie klar, dass da eine Treppe auftaucht. So. Müsste aber nicht auf Zeit gehen, okay. Gut, schauen wir mal, was hier so los ist. Was steht hier? Nichts, okay, ich kann es nicht lesen. Dann wird es. Ah, oh Gottchen! So, die war jetzt ziemlich flott tatsächlich. Das fand ich jetzt nicht so prickelnd, aber gut. Das ist ein Schneefi. Die Schneefees sind übrigens mit den Startrocks eng verwandt. Aber du wirst sie doch sicher nicht verwechseln, oder? Maskkraft 7, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Schneefies ergreifen frontal an oder sie benutzen Elektroattacken. Nachdem sie sich aufgeladen haben, solltest du nicht mehr direkt angreifen. Also im Prinzip sind sie dieselben wie die anderen. Oh gut. Hier, Grumbrina hat halt leider nicht mehr so viel Leben. So gut, dann haben wir einen schon mal besiegt. Und den zweiten machen wir jetzt alle hier. Und zack, und zack. Schade, dass Mario nur 2 Damage macht, nicht 3. So. Oh, dafür haben wir eine Menge Kohle. Das ist gut. Und nutzt noch mehr. Hä, wo kam der jetzt her? Wir holen jetzt mal Barbara. Weil die kann sich wegschnipsen mit ihrem Feuer. Hoffe ich mal. Zumindest vor allem, weil Marius jetzt nicht angreifen kann. Mit dem Feuerzauber. X. A. 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 Okay. Prinzipiell geht es bei diesem Feuerzauber nur darum, wenn sie jetzt nicht, wenn ich das nicht richtig eingebe, dann macht sie halt keinen Feuerdamage.
so. Da könnte ein Tür sein. Ist es aber nicht, okay. Okay. Es hätte funktionieren können. Hat es aber nicht. Gut. So. Ah, ich muss hier mit dem Cooper durch. Hä? Muss ich da jetzt den Cooper durchschießen? Verstehe ich das jetzt richtig? Okay. Dann haben wir das hier im Raum auch schon gelöst. Und dann kann ich mich hier schon runterrollen. Und dann herausgehen. So. Und dann kann ich da reingehen. Das sind ja sogar zwei. Was sind das für Gegner? Kumbrina? What are that für Faulpuki? Das ist eine Faulpuke. Faulpuke sind eine giftige Puki-Art. Wasser BA, Verteidigungsgrad 4, Verteidigung 0. Wenn sie dich vergiften, sinken ihre KP langsam ab. Ziemlich viele Typen, also. Abgesehen davon haben sie Stacheln, deshalb kannst du nicht auf sie aufspringen. Jedenfalls solltest du dich nicht von ihrem Lächeln täuschen lassen. Das ist kein Lächeln, das macht mir Angst. Aber weg mit euch. Alles klar. Er macht einfach neue Cookies. Er macht einfach neue Cookies. Ich glaube, hier ist Cookie am besten Gefühl geeignet. Was passiert, wenn ich okay, das mit dem Feuerdings hat mich jetzt ein bisschen irritiert, aber gut. Also, beide. Ich muss das in dem richtigen Augenblick machen. Verstanden. Wow. Ich muss das im richtigen Augenblick machen. Ah. Dezent wie tatsächlich. Gut, und den hauen wir jetzt ganz normal. Das ist ja mega. Der gibt mir, warum hat mir der andere 6 Stück gegeben und der gibt mir 4? Oder hat das was mit was zu tun, weil.
Nein, springen tun wir auf keinen Fall. Springen tun wir auf keinen Fall, das wäre ja Selbstmord. Du wirst keine Dosen auf meinen Kopf, ja? Haben wir uns verstanden, so? So. Haben wir mal einen definitiv weg und... Wenigstens hat er mich nicht vergiftet. So. Und weg mit dir. So, jetzt sollte der letzte auch noch weg sein. Ach Gott, ja, das ist echt anstrengend hier mit den Gegnern. Aber es gehört doch leider dazu zu dem Spiel. Deswegen. Das sind ja mal neue Gegner. So, was haben wir hier? Da ist eine Insignie. Und da ist so ein Ding. Also ich brauche irgendwen. Nehmen wir mal sie mit. Die haben wir noch, glaube ich, gar nicht im Kampf gesehen. Die Nagarine. Oder die Mandarine. Wie man sie auch nennen könnte. Weil Nagarine reimt sich auf Mandarine. Gut, dann kann ich dich mal töten. So, sie hat die beklaut dem Gegner Items und Orden. Macht Gegner schwindelig. Sie kann nichts machen. Sie kann ein Tarncape machen, Honigpilz. Bringt mir alles nichts. Drücke A schnell hintereinander, ohne zu überhitzen. Nichts gebracht. Absolut gar nichts, aber okay. Nagarina ist sehr unfähig, vor allem gegen die Cookies. Mach einfach eine Showanlage. Hallo, bin ich nicht süß? So. Und dann haben wir das wenigstens gedodged. Und sollte der Kampf vorbei sein. Unseren Bomber vielleicht mit. Ich weiß echt nicht, wen ich als Partner hier nehmen soll. Tatsächlich, das ist echt anstrengend. Gut, dann mache ich den einmal kaputt hier. Und er kann mich die Power... die alle Gegner trifft. Ich will das. Drücke A so oft wie möglich. Ah, das... That was jetzt necessary, yes. Das. Sorry.
habe mir eingebildet, dass ich einen Pilz mit hatte, aber gut. Kann den Powerblock einsetzen. Nein, ich wollte das Item haben! Verdammt, das ist Nagarina unnütz. Das war irgendwie klar. Für 5. Ah, doch, ich kann auf den Hammer einsetzen, okay. Ja. Au! Au! Ich möchte Nagarina austauschen. In den Überwachen. Ah, danke. Au. Nein! Gut, auf ihn kann ich drauf springen. Ernsthaft? Bringt mir nichts. Ich kann mit ihr nichts machen. Ich kann den hinteren auch nicht angreifen. Ach Gott, bin ich da schon super. Die muss ich auftauschen. Ach, Kupio kann ich auch nie mehr einsetzen. Muss ich Bartu einsetzen. Oh Gott. Ah wow, jetzt kriege ich die Sternendinge, die ich nicht mehr brauche. Ich hätte HP oder... Ach Gottchen. Dankeschön. Weg. Wow, 20 Punkte. Das ist eine Menge Kohle hier. Boah, da muss man ganz schön lange pushen hier. Okay, nein. Ich muss mich heilen gehen, weil das bringt mir nichts. Ich nehme euch da jetzt nicht mit. Oder, ja, komm, egal, ich nehme euch da schnell mit. Weil, oh,
Ich könnte jedenfalls auf. Ich mache es immer falsch, ich gehe immer in die falsche Richtung. Ich sollte in Zukunft darauf achten, wen ich vorne habe. Das Problem ist, dass ich mich jetzt heilen gehe, ne? Es sind doch hundertprozentig wieder überall Gegner mit. Schau, jetzt habe ich Platz dafür. Und eigentlich könnte ich ja da irgendwo runterfallen, oder? Dann muss ich weiter oben runterfallen. Okay. War das Ganze umsonst hier? Ach, wisst ihr was? Ich schneide euch doch raus. Also bis gleich. Gut. Dann haben wir das Rätsel mal gelöst und wir holen uns hier Bomber, weil ich habe hier einen fliegenden Stachelgegner. Ich will mich eigentlich hier umsehen. Deswegen. Gut, dann mach eine Powerbombe. So. Ich mache mir einen Blitzeinschlag, vielleicht mache ich ihnen so Damage. Ha! Wow. Sie geben jetzt nicht so viel Energy her, aber. Guck mal! Erdbeben! Das. Aber hat dieses Erdbeben? Ich hatte Erdbeben schon. Ich könnte jetzt Erdbeben nehmen und Feuerding, Mariland, den Schnarcher. Ein Hit für zwei. Ein Hit nur für zwei. Keine Ahnung, was das jetzt hier soll. Fahren wir die andere Richtung. Okay. Bringt mir Nüsse. Okay. Wie habe ich das jetzt hier verkackt? Ah, gut. Hätte ich einfach runterrollen sollen. Oh, bitte. Es ist gerade nervig. Gut, da komme ich daher, okay. Was wollt ihr? Go away, go away. So, ich habe hier den Erdbeben. Das Erdbeben schadet allen Boden- und Deckengegnern. Das Problem ist, er ist kein Bodengegner. So. Und jetzt sollte ich ihm auch Damage machen können. Dachte nur nicht viel. Okay. Und jetzt. 1, 2, 3, 4 und BÄM!
Ah, das ist aber ein nettes Spiel. Ja, jetzt kann ich ihn eigentlich normal hauen, ne, weil... Weil er liegt ja schon. Okay, jetzt kann ich gegen diese Gegner tatsächlich auch was machen. Insofern sie natürlich am Boden sind. So, jetzt mache ich den anderen noch platt wie eine Flundier. Muss gucken, wie lange ich draufnehme. Ich habe ja, glaube ich, 2 Minuten habe ich rausgeschnitten. Bam! War so klar, dass du das einsetzt. Danke. Aber zu blöd, dass du jetzt drauf gehst und das eigentlich nichts bringt. Aber gut. So, 2 Minuten habe ich ab. Circa bei 28 Minuten. Circa. Ah, eh. Alles klar. Man kann es ja dezent übertreiben, ne? So. Ich denke mal, wir werden ein wunderschönes Level Up haben. So, was nehmen wir? Nehmen wir die Ordenpunkte? Haben wir da ein bisschen wieder was davon. Und gut, jetzt muss ich wieder rausspringen und die andere Seite gehen, weil jetzt bin ich ja hier, wo mir das Nüsse bringt. Okay. Gut. So, ich möchte nur das Rätsel in dieser Folge fertig machen. Falls das in Ordnung ist. Damit wir mit dem nächsten Part dann mit dem Zug weitermachen können. Das hat mir genau nichts gebracht. Gut, dann werden wir. So. Taktik. Dann werde ich mich dich austauschen und auf Kopie wechseln. So, jetzt machen wir nicht Mario. Der macht jetzt kurz ein wunderschönes Erdbeben. Du könntest eigentlich einen Power-Contest machen und dich schon wegrollen. Mario macht wieder das Erdbeben und sie sollten dann jetzt eigentlich. Genau. Perfekt. So, jetzt haben wir wieder ganz viel Geld. Sprich, wir können es dann draußen wieder heilen. Was bin ich da? Ich kann da gar nicht hin. Okay. So, wir rollen jetzt dahin und springen. Stopp, 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 stopp. Wir wollen hier in die Mitte. Hier in die Mitte möchte ich bitte. Was haben wir hier? P plus Verteidigung minus. Erhöht den Angriffskraft um. Okay. Gut, dann können wir da jetzt getrost in die Mitte runterplumpsen. Und auf der. Ach Gott, ich habe die falschen Seite genommen.
So. Da war was drinnen. Aber gut. Ich kann kein Erdbeben machen, weil die in der Luft hängen. Ja, das freut mich. Nun, ich brauche hier. Warte. Das kostet wieder so viel. Kann ich mir nicht die Flügel einfach wegpusten? So, wie machen wir das mit dem Hammerwurf? Da muss ich das leider so machen. Es ist ihm herzlich egal, auch das freut mich. Wie kriege ich den runter? Nein. Kann ihn abschießen. Ah, toll. Ah. Ich brauch Bartom wieder, sonst bringt mir das nichts. Was macht ein Detonator? Au. Gut, dann machen wir das anders. Und zwar mache ich jetzt das Erdbeben. Und dann kommst du und machst eine wunderschöne Bombe. Genau, perfekt. Gut, jetzt haben wir noch einen Blütenpunkt und hoffen, dass nicht mehr wieder so ein weiterer Gegner hier auf uns zukommt. Da lag was drinnen an Trockenpilz. Ja, dann mach den Bühnen Trockenpilz hier weg. Ey, den interessiert doch keiner mehr. Ich gehe davon aus, dass hier ein Gegner auf uns wartet. So ein stinknormaler Gumba. Okay. Nein, ich sollte jetzt nicht unbedingt unseren letzten Blütenpunkt vergeuden. Gut, dann kommt jetzt Gumbrina. Alles klar. Dann kommt jetzt Gumbrina dran. Und du greifst mir einfach so langweilig an. Okay. Und weg mit dir. Gut, das war der letzte Kampf. Und dann würde ich aber auch gerne jetzt
die Folge beenden. Denn sollten hinten noch ein Goomba. Denn wir haben jetzt hier mehr als genug Zeit vergeudet. Also würde ich sagen, das war's mit dieser Folge von Paper Mario und die Legende vom Ionentor. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.